Sie hören H2 Kultur, der Tag, die unsichtbare Grenze, neue und alte Tabus. Und da ist und bleibt eines der großen problematischen Themen der Tod. Ja, er gehört zum Leben dazu. Ja, wir müssen über ihn sprechen. Dennoch verdrängen ihn viele. Der Frankfurter Schriftsteller Robert Gernhardt hat kurz vor seinem eigenen Tod einen humorvollen, direkten Umgang damit gesucht und gefunden. Ach, noch in der letzten Stunde werde ich verbindlich sein. Klopft der Tod an meine Türe, rufe ich geschwind herein. Woran soll es gehen? Ans Sterben? Habe ich zwar noch nie gemacht, doch wir werden das Kind schon schaukeln. Na, das wäre ja gelacht. Interessant, so eine Sanduhr. Ja, die halte ich gern mal fest. Ach, und das ist ihre Sense, und die gibt mir dann den Rest? Wohin soll ich mich jetzt wenden? Links. Von Ihnen aus gesehen? Ach, von mir aus. Bis zur Grube und? Wie soll es weitergehen? Ja, die Uhr ist abgelaufen. Wollen Sie die jetzt zurück? Gibt's die irgendwo zu kaufen? Ein so ausgefallenes Stück findet man nicht alle Tage, womit ich nur sagen will. Ach, ich soll hier nichts mehr sagen. Geht in Ordnung, bin schon. Robert Gernhardt, vom Tod mitten aus dem Satz gerissen in seinem Gedicht Ach.